Wir pushen heute Piper mit dem neuen Karneval Piper Skin von 0 auf 1000 Trophäen. Viel Spaß! Und damit starten wir rein. Und ich habe schon einen riesigen Fehler gemacht, denn ich war gerade im Shop. Das Angebot für Piper ist abgelaufen. Ich bin so dumm. Aber okay, das ist geil. Sekunde, wie immer. Wenn ihr mich supporten wollt, Creator Code JoJonas, gerne im Shop eintragen. Alle 7 Tage neu. Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank. Wir kaufen die Münzenpakete zumindest. Ich glaube, Powerpunkte brauchen wir nicht. Ich habe uns schon eine Alternative. Wir hatten ja in dem Angebot einen legendären Startup, ne? Dann hätte ich jetzt einfach gesagt, komm, ich hole mir jetzt einfach den Pass erstmal. Ich hole mir einfach den Pass und kaufe die Stufen durch und... Oh, wir kriegen 5 Credits sogar noch gratis. Und dann kriegen wir auch da die Sachen. Ich jamme jetzt einfach den Pass durch, dann kriegen wir am Ende sowieso nämlich auch einen legendären Stardrop. Mache ich jetzt normalerweise nicht so oft, aber ich denke, das kann man jetzt hier für das Video schon mal machen. So, da sind wir. Okay, legendärer Stardrop ist am Start. Kidskins hier auch sehr, sehr geil. Lass mal zuerst die unwichtigen Sachen holen, also Pin und so weiter. So, Gems haben wir. 30 Stück ist auch ganz geil. Bling. Das Interessante sind ja eigentlich eher die Stardrops und... Wobei, die Münzen sind auch ziemlich geil. Hauen eigentlich sogar ziemlich rein hier. Let's go. So, und wir kriegen hier auch noch irgendwo... Oh, wir kriegen ja übel viel Münzen. Ja, wir haben jetzt einfach 15... Okay, das ist geil. Hat sich eigentlich jetzt schon gelohnt. Damit können wir safe hoffentlich Piper Power 11 bringen. Normalerweise locker. So, dann hier Bling nochmal. Und jetzt... Ja, da... Ich wusste, dass wir irgendwo den Skin haben. Da haben wir nämlich noch die Farbvarianten für den Kitboxer-Skin. Sehr, sehr geil. Kitboxer-Goldpfote. Einmal. Wir wechseln mal nicht, weil das Ding ist... Dann kriegen wir gleich Grey. Ich will Grey bekommen. Ich will Grey bekommen, sag ich ehrlich. Und hier nochmal Kidboxer Dunkelquote. Und wir können noch einen Titel. Goldener Drache. Ist auch cool. Okay, auf geht's. Wir haben ins... Oh, wir kriegen sogar noch einen nächsten Skin. Stimmt. Den für... Den anderen. Das ist Dunkelquote. Okay, ich glaube, wir kriegen genauestens Grey. Passt auf. Ja. Wir kriegen ganz genau Grey voll. Grey tut als... Oh, ist eine neue Beschreibung. Grey tut, als wäre ein Darsteller in einem alten Stummfilm. Er ist sehr ernsthaft dabei. Er ist sehr ernsthaft dabei. Vergisst manchmal aber stumm zu bleiben, wenn er Pistolengesten macht. Stimmt. Lol, stimmt, das ist sein einziger Spruch, den er macht. Er macht halt nur dieses Pui. Nee, wie macht er Pew, glaube ich, wenn er schießt, ne? Nicht Pui. Zu Auswahl sind Pam, Bonnie, Hank und Gale. Meistens, glaube ich, für Bonnie. Aber zwischen Bonnie und Gale ist es auch wieder ziemlich knapp. Ich glaube, Ticken mehr sogar für. Boah, sehr 50-50. Ich glaube, Gale ist ganz knapp vorne, würde ich sagen, mit allen Chats zusammen. Let's go. Wir nehmen Gale, ganz knapp, wirklich. Am Ende. Okay, das heißt, Startups erstmal. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch irgendwas direkt. Da haben wir noch 100 Credits direkt. So, eventuell kriegen wir auch noch Gale direkt heute. Vor allem noch einen legendären Startup gleich. Also wäre nochmal vielleicht ganz geil, irgendwas zu kriegen. Super selten nochmal. Münzen, Junge. Selten. Münzen wieder perfekt. 43, komm. Episch. Credits. 100 Credits aus dem epischen Drop sind sogar echt ziemlich geil. Danke wieder fürs Abo. Ey, heute fast 616.000 Abos wieder. Wir gehen weiter Richtung der Millionen übrigens. Vielen, vielen Dank für den Support. Sieht krass aus aktuell. Sieht sehr gut aus, wie es so weitergeht. Legendärer Drop, jetzt. Okay, lass mal tippen, was wir ziehen. Schon mal hier ein Highlight. Ich sag mal, keine Ahnung, Leon. Ah, schade, wäre geil gewesen. Okay, wir kriegen Streetwear Max. Naja. Okay, es kann losgehen. Es kann losgehen. Ich bin sehr gespannt. Wir starten immer erst rein. Brawler Power 11, dann erstes Gadget, erste Star Power und so weiter. Und dann halt noch den Skin gleich kaufen. Haben wir noch einen Skin, der echt cool wäre? Der ist eigentlich auch ganz cool. Ich will eher dann den halt. Ja, okay. Auf geht's. Power Level 1 auf Power Level 11. Junge, unter 3000 Leben hatte die nur, ne? Boah, die wenig Leben gehabt. 4800 hat sie jetzt, okay. Okay, erstes Gadget. Das ist bei den meisten Pros, glaube ich, aktuell sogar häufiger gespielt. Ist halt gut, um defensiv zum Beispiel einen Mortis wegzustoßen. Mal schauen. Müssen wir mal schauen, was wir überlegen. Dann hier Heckenschützen. Ich glaube, die Star Power ist halt eher gut für Büsche, natürlich. Denn dort machen wir in einem Busch mehr Schaden. Ganz einfach, ne? Ist eigentlich praktisch. Okay, Gadget eigentlich immer safe plus 1. Weil egal, welches Gadget wir haben, die Gadgets sind beide stark. Also wollen wir ein Gadget extra haben. Das ist wichtig. Und dann ist es eigentlich auch offensichtlich, Damage nicht so gut bei Sniper und Schild. Schild und plus 1 bei Sniper hier. Ganz eindeutig eigentlich. Ja, das sind die beiden Sachen, die wir ausrüsten. Auf geht's. Oh, was ist die Map? Was ist die Map? Oh mein Gott, Junge, nein. Das ist bodenlos, sag ich ehrlich. Ey, aber also das ist echt heftig. Piper hat nur für offene Maps gedacht. Das sind überall Wände auf der Map. Müssen halt schauen. Ah, wir können uns die Heckenschütze ausnutzen. So, theoretisch kann jetzt jemand hier im Busch kommen. Ich muss eigentlich aufpassen. Ah, da kommt schon der Erste. Jetzt alle. Aber schaut euch an, wie viel Schaden wir da drücken. Es bockt halt schon hart jetzt. Mal hier. Nee? Ah, okay. Nee, ist ja extra Schaden vom Busch. Ist halt schon ganz geil jetzt eigentlich, ne? Von der Star Power. So drauf achtet. So, jetzt hier, ne? Gadget eigentlich auch ganz geil, ne? Dann hier mal die Ulti dazu. Ich krieg sie gefühlt irgendwie nicht down. Oh, ich hab nicht hingeschaut. Aber jetzt hier, ne? Einfach hier kombinieren, dann ist halt easy. Ja.
Also ich sag ehrlich, die Map ist schon hardcore, ne? Wir haben jetzt die Ulti erstmal aufgehoben. Ich glaube, jetzt ziehen wir ein bisschen durch. Also das sehe ich. Wir gehen gleich auf einen anderen Modus. Ich bringe die ersten Runden ja immer in Showdown. Ja, das ist ja wirklich hart, Junge. Versuch's zumindest. Das Gadget ist schon hilfreich, sag ich ehrlich. Was machen die gerne? Null-Trophäen. Also Star Power ist hier gar nicht mal so schlecht, weil die sind ja schon einige Büsche sogar. Ja, also eigentlich geht's da gar echt fit, muss ich wirklich sagen. Ulti. Das Wichtigste ist eigentlich echt, die Ulti von Piper auszunutzen. Um die Wände halt aufzumachen. Gerade auf Maps, die halt weiter zu sind. Das ist halt wichtig, denke ich. Das Gadget ist echt stark, hätte ich gar nicht gedacht. Das Gadget ist wirklich stark. Okay, erstmal Showdown. Wir schauen uns mal gleich die anderen Fähigkeiten an. Man hat, glaube ich, schon ein ganz gutes Gadget gesehen. Und die Star Power war auf der Map ganz nice. Also, wenn ihr viele Büsche habt, ist auf jeden Fall die Star Power, denke ich, besser. Ja. Als hier auch mit dem extra Schaden. Macht 6.500 Schaden mit dem Dings. Junge, wie kann ich ihn nicht treffen? Alter. Jetzt, ich wollte gerade sagen, Alter, ne? Wie? Jetzt die zweite Fähigkeit. Das ist geil, das Geheimrezept. Ich sag ehrlich, ich glaube trotzdem, also auf offenen Maps, es kommt aufs Matchup an. Ist sogar das Gadget besser, um abzusnipen? Dann kann man automatisch Gegner rausnehmen. Ist übel geil. Okay, Star Power. Das ist wahrscheinlich auch die bessere Star Power. Schnelles Snipen. Wenn wir treffen, kriegen wir 0,4 Munitionsbalken. Sprich, wenn wir dreimal treffen, haben wir mehr als einen Schuss extra. Das ist schon krass. Okay, auf geht's. Also, wir machen es folgendermaßen. Wir werden einmal noch die anderen, die Star Power und das Gadget testen. Und dann geht's rein. Dann geht's hier rein in... ihr wisst. In Brawlball, wollte ich sagen. Erstmal den Skin und dann in Brawlball. So, jetzt haben wir halt den Nachteil. Pass auf, jetzt ist das Gadget. Und es ist, glaube ich, so ein Stückchen auch verlängerter Schuss sogar. Hat man, glaube ich, gesehen. Und am Ende von diesem Schuss beginnt der Schuss zu suchen. Also als Pro-Tipp hier von Yonko auch. Der ist, glaube ich, auf 80.000 Trophäen oder so war der. Also auf jeden Fall auch E-Sports-Spieler. Am besten halt so den Schuss nehmen, dass man genau dieses letzte Stück halt, also wie kann ich das erklären? Hier, so gerade dieses letzte Stück, seht ihr, das letzte Stück erst vom Schuss beginnt zu suchen. Also versucht wirklich das letzte Stück vom Schuss auch genau zu erwischen. Das, weil das sucht halt nach den Gegnern richtig geil. Ich hab mal gezeigt vielleicht gegen Gray. Guck mal, hier. Seht ihr das? Dieses letzte Stück vom Schuss beginnt zu suchen. Ist auch so ein Ticken länger, glaube ich. Also nutzt gut die Länge. Jetzt hier nochmal versuchen. Jetzt läuft es mir nach. Bleib doch stehen, Junge. Jetzt hier dieses letzte Stück nochmal. Ja, habt ihr es gesehen? Ja, war es natürlich nicht weit, aber habt es gesehen. Immer schön die Länge ausnutzen von dem Gadget. Das ist ultra krass. So, zack. Zack, sehr schön. Ah, die Map ist bodenlos gewesen. Wir haben gleich eine bessere auf jeden Fall. Okay, Vierer-Streak. Viele Quests auch nebenbei. Jetzt aber. Leider ohne das Angebot, aber da haben wir ihn. Zum Karneval in Brasilien, Fahnenträgerin Piper. Finde ich geil, dass sie auch zu verschiedenen Events immer Skins rausbringen. Das Fußbild natürlich. Also ich frage mich, wie sie auf das Fußbild gekommen sind. Oder ob das einen Unterschied bei den Umsätzen gemacht hat, wirklich, aber man weiß es nicht. Die Animationen sind sehr krass. Wir schauen uns den jetzt an. Ich lasse mal die Star Power erstmal so, wie sie ist. Auf geht's. Also, der neue Skin, an meinen Cutter gerne ranzoomen. Für den Stream, tut mir leid, wir können nicht zoomen. Dieser geile Vogel hier, der ist erst, ich sag mal hier, erst blau, dann grün, dann gelb am Ende, umso länger der Schuss wird. Das ist crazy. Oh! Wo ist er? Ja, schade. Das ist so eine geile Animation auf jeden Fall, finde ich zumindest. Eis, viel getroffen. Und jetzt nochmal die Ulti hier vor allem. Die ist auch geil. Die Ulti ist so geil. Die dreht sich auch so richtig schön im Flug, passt auf. Das. Und da kommen so kleine Noten raus aus der Trommel. Ich fühle den Skin komplett. Ah, vielleicht sogar eine 9 von 10. Mal 8 von 10 gegeben. Kurz hier. Mal die Kurve zeigen, oder? Ja, schlecht. Der lockt mir zu danach. Jetzt hier vielleicht? Ach, der läuft mir eh zu sehr drauf. Mal jetzt hier. Also, zack. Was macht der? Der überlebt halt auch noch. Mit der nächste Kurve von... Jetzt hier. Ah, man hat es nicht so ganz gesehen, aber... Aber hat ein Pro-Tip hoffentlich schon verstanden, den ich meinte, ne? Sieht man diese Munition, die nachgeladen wird, wenn ich treffe? Immer drauf achten. Ich leider 0,4 Munition noch, wenn ich treffe. Ja, man sieht es schon, ich kann viel schneller hitten. Naja, krass. Und das ist sehr entscheidend bei Piper, ne? Weil natürlich die wenig Schüsse hatten, die Schüsse auch sehr viel Schaden machen. Ey, Piper bockt richtig. Ich spiele sehr, sehr gerne Piper. Spike war auch schon geil. Piper ist... sind ähnlich, machen beide sehr viel Spaß. Sag ich ehrlich. Jetzt, Brawl Ball. Oh, es geht sogar. Okay, welche Star Power? Boah, und welches Gear? Also ich denke am ehesten... Ich glaube sogar Rückstoß am besten trotzdem. Und Busch.
auf der Map wirklich Busch sogar. Und jetzt die Frage, plus 1 oder soll ich noch statt Shield vielleicht Speed Gear nehmen? Full Speed, ja, statt Shield. Oder lass statt plus 1. Die meisten Runden werden eh schnell gehen. Deswegen. Okay, wie lange brauchen wir? Timer. Ah, der läuft runter. Lost. Mach ich gleich die nächste Runde. Okay, allererste Runde. Den Timer kann ich direkt wieder löschen eigentlich. Ich kann so krank Damage reinhauen. Schaut euch an. Es ist crazy. Der erste Kill oder fast der erste Kill. Und das Geile ist, ich kann auch die Wände hier aufmachen, ne? Das ist auch wild. Was auch ein geiler Trick ist, der funktionieren kann, ist... Guck mal, jetzt hier erstmal auch dodgen. Sehr schön. Wunderbar. Junge, wie weit fliege ich bitte? Und dann noch das Gadget. Das ist irgendwie geil. Den Trick habe ich letztens schon gezeigt. Mit dem nach vorne passen, das einfach geklappt. Die ersten Trophäen. 4-0 schon mal wichtig. 6er Streak. Richtig viele Quests, wenn man einen Startup dazu... Oh ja. Sogar 2 Startups jetzt. Selten. Und? Ah, super selten. Okay, entscheidende Runde für Rang 10. Problem ist jetzt hier. Ich wollte gerade sagen. Was, aber ich geh jetzt rein. Ist egal. Ich denke, ich werde sterben, oder? Weil ich dumm bin. Mann, was denke ich mir auch dabei? Was habe ich mir gedacht? Keine Ahnung. Ich dachte einfach, ich kann die vielleicht irgendwie holen. Guck mal jetzt hier. Das ist auch ein interessanter Trick, den man machen kann, theoretisch. Einfach hier reinbringen. Dann das Gadget. Okay, war jetzt Lost gespielt, aber ich habe es gesehen, was ich meinte. Das war sehr schlecht gespielt, aber egal. Ich habe mich nicht so konzentriert. Komm, zwar auf Rang 10. Ich sag ehrlich, ich bin froh, wenn ich wieder auf die andere Map gehen kann, aber... Also Piper ist halt nur für offene Maps eigentlich, ne? Das ist so bodenlos schlecht für Piper. Der kann doch gar nicht wissen, dass ich da drin bin. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich will doch einfach nur die Range. Ja. Okay, ich konzentriere mich jetzt. Ich spiele jetzt einfach komplett ernst, aber es ist wirklich bodenlos, Piper auf diese Map zu pushen, ne? Ja, wenigstens einen Keep schon mal bekommen. Ich werde jetzt die Runde bodenlos reinschwitzen, obwohl wir von 140 sind. Ich kann das halt nicht ernst nehmen, wisst ihr, weil wir halt nicht so hoch sind. Oh, 2 Cubes. So, Chat, jetzt extra für euch wird es richtig gespielt. Guck mal hier, 3. Zack. Getroffen. Zack, 4. Das an sich ist eigentlich nicht schwierig, ich muss halt nur gescheit spielen. Zack. Danke. Ja, 5. So, läuft doch jetzt. Ja, ich muss einfach halt gescheit spielen. Das Problem ist halt wirklich, ich kann es halt irgendwie nicht ernst nehmen, wenn ich halt auf so einer lowen Trophäenhöhe bin. Mit Piper muss man sich halt wirklich auch anstrengen dann auf der Höhe, ne? Das ist halt krass. Ich am besten mal aufmachen. Ich denke, die Ulti ist okay hier zu setzen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz, wenigstens mal hier an der einen Stelle. Campt aber auch aufs Härteste, ne? Ist ja insane. Oh, Nani mit 8 Cubes war auch wild. Echt ehrlich. Aufpassen. Boah, ich gebe mir 5000er Hitzen, das ist crazy. Ohne Dings. Ohne Busch. Jetzt. Junge, dieser Frank? Der Bock, ja. Ja, okay, wir schwitzen es rein. Komm, wir holen uns den ersten Platz wenigstens. Jetzt schwitzen wir einfach. Schwitzen direkt. Schwitzen wir uns einfach kurz rein. So. Der hat noch seine Ulti, ich muss aufpassen. Der German Lost Clan. Einfach ein Deutscher, lol. Das ist aufgefallen. Der hat seine Ulti theoretisch, ne? Das kriegt der die Cubes dafür? Sowas wäre typisch, ne? Egal. Jetzt hier Nahkampf. Schön reingejumpt. Gadget nutzen. Ja, das ist halt krass, ne? Sehr schön. So. Ich hätte halt vorher vielleicht schon ernsthafter spielen sollen. Egal. Da haben wir es. Plus 10. 140 Rang 10 geschafft und jetzt halten wir die Streak aber wirklich. Okay, volle Konzentration. Volle Konzentration. Nita direkt rausgenommen. Entscheidendes Game für 300 Trophäen. Rang 15. Es ist echt krass, wie gut das funktioniert hier noch auf der Höhe. Und damit ein Kill jetzt hier. Oder ein Tor eigentlich eher für. Ups, bin ich gestorben. Noch egal. Für die 300 Trophäen. Rang 15 geschafft. Ja, also bis auf die eine Solo-Runde haben wir kein einziges Mal verloren. Aber wir haben ein gutes Tempo. Wir sind bei nicht mal einer halben Stunde von der Zeit. Das ist krass. Okay, entscheidende Runde für die 500 Trophäen. Wird nicht leicht werden. Ich will vor allem meine Streak halten. Das ist das Ding. Ich darf, genau, da war nämlich schon eine Shelly im Busch. Ich darf halt leider nicht so sehr hier draufgehen auf die Kisten, weil eben überall irgendwelche Gegner drin warten. Aber hier kann ich jetzt ganz gut snipen eigentlich, oder? Halbwegs. Ja, ich mache übel Schaden mit der Star Power. Schaut euch mal an. Ist hier direkt. Oh, hier werden... Lass zuerst auf die Kisten gehen, wie immer. Oh, perfekt. So geht auch. Nice, wichtig. Das ist sehr gut für uns. Oh, das ist super gut für uns. Oh, jetzt aufpassen, jetzt aufpassen. Wer hat den jetzt da? Ah, müssen aufpassen. Oh,
mit einem Schuss weg. Ey, Piper bockt irgendwie schon, wenn man gut trifft. Zack. Wie viel Schaden mache ich jetzt schon? Guck mal, jetzt hier 6 Cubes. Soll ich auch die Ulti? Es kann eigentlich nichts groß passieren. Wenn jemand kommt, kann ich einfach wegjumpen. Junge, 7. Sehr gut. Haben wir eigentlich safe jetzt. Ist auch ein Spike jetzt da, keine Ahnung. Ah, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ein bisschen zu aggressiv gewesen hier. Healen, komm. Junge, dieser Spike, was will der denn? Ich weiß, auf was für einen Titel er geht, auf jeden Fall. Ich weiß definitiv, auf was für einen Titel er geht, wer es versteht. Oh, Mann. Oh mein Gott. Ich bin geholt. Was ist das denn jetzt? Boah, nicht schlecht. Schade. Aber ist okay, Platz 2. Da war ich zu aggressiv. Ist okay. Streak gehalten, 5er Trophäen, genau geschafft. Und damit geht es jetzt hier weiter. Oh, schöner Hit, schöner Hit. Achso, ich hab's vergessen. Okay, ein Tor für die 600 Trophäen in unter einer Stunde, by the way. Also, krankes, krankes Tempo hier. Piper auch wirklich gar nicht mal so schlecht gewesen für die Map jetzt. Ja, soll ich sagen. Geil. Das ist es auch schon. Das ging echt super schnell, obwohl ich zwischendrin sogar ein bisschen Pause gemacht habe. In unter einer Stunde. 0 auf 500. Crazy. Da sehen wir es nochmal. 600 Trophäen. 0 auf 600 sogar, stimmt. Wir sind drin in der entscheidenden Runde. Nee, keine entscheidende Runde. Wir sind drin in Brawl. Nein, in Juwelenjagd. In Juwelenjagd sind wir drin, Lost. Ich sag ehrlich, ich glaube, auf der Map ist Piper sowieso ziemlich stark. Ich meine, die Map ist wirklich ziemlich offen. Wir können hier schön snipen, schön die Mitte behalten. Boah, schöner erster Snipe hier wieder. Und es bockt auch vor allem, wenn man diese Snipes einfach trifft. Ne? Muss man wirklich sagen. Oh, das ist Edgar noch gewesen. Das ist so geil, ne? Die anderen beiden können mich hier schön absichern. Vor allem hier auch Logan mit seinem Larry und Lowy. Junge, es ist ja so OP. Und ihr müsst überlegen, gerade die Kombi Kid Piper wäre auch sehr OP, ne? Also ihr müsst ja überlegen, da wurde auch der Weltrekord aufgestellt unter anderem. Da gab es einen Weltrekord, ich glaube 2000 Trophäen Kid. Jetzt wurde auch mit dieser Kid Piper Kombi auf. Was ist denn das jetzt? Die bleibt einfach stehen. Aber schaut es euch halt an, es ist so geil, wie man hier auch die Mitte dominieren kann. Und die Gems aufheben kann, das macht richtig Bock. Und hier, wenn er irgendwie zu nahe kommt, hätte ich immer noch das Gadget oder die Ulti. Also sogar beides, das ist halt krass. Das ist halt wirklich krass. Und der letzte Gem hier nochmal am Start. Und das Geile ist, ihr könnt jetzt halt nichts machen. Ich kann halt von so weit weg jetzt hier rein snipen. Müsst ihr euch mal anschauen hier, ne? Und wenn die zu nahe kommen, habe ich immer noch die Ulti und das Gadget. Es ist, also für einen Gem ist sie wirklich sehr stark, auf jeden Fall. Und schaut euch das mal an. Es ist absolut insane, wie OP das ist. Und damit geht es rein. Ah, ich hätte vielleicht die Bush-Star-Power lassen sollen, aber egal. Oh, direkt die Snipes, Junge. Und dann hier noch Nunzi. Und jetzt kann ich halt über außen gehen, er kann die Mitte absichern. Das ist smart, stimmt, das ist wirklich smart. Oh, das ist wirklich smart. Jetzt kann ich die Ms auch hier gut hitten. Wie denn jetzt? Keine Ahnung. Sehr, sehr gut. Junge, 27:1%. Richtig. Ja, und vor allem auch hier eine Jackie in der Mitte. Normalerweise spielt man auch Rosa hier sehr gerne, wegen Hypercharge. Aber auch Jackie natürlich sehr stark aktuell. Oh, Luke ist gestorben. Kann fast versuchen zu helfen. Ich muss mal hier ein bisschen bleiben. Die werden jetzt ein bisschen strugglen, ich weiß. Aber ich kann jetzt hier die Mitte halt schön. Jetzt kann ich hier so reinsnipen. Jetzt wäre sogar das Snipe-Gadget besser hier. Aber ist schon okay. Ja, die kriegen das schon hin. Guck mal, hier Luke auch. Jetzt habe ich gleich meine komplette Hälfte schon geholt. Dann kann ich einfach woanders hingehen. Ja, schönes Ding. So, zack. Zack, Gadget nochmal. Sehr, sehr schön. Nächster Win. Auf geht's. Und damit geht es rein. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Wir sind Knockout jetzt. Ich habe kurz weggeschaut tatsächlich. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Damit geht es rein jetzt hier in Knockout. Das war ein großer Fehler von der Bee hier hinzugehen, auf jeden Fall. Hätte nicht machen sollen. Da ist sie sehr schön. Erster Kill jetzt. Zweiter Kill sogar schon hier von unseren Mates. Krass. Ja, Nico kann das auch nichts machen normalerweise, sehr schön. Ja, und ich wollte euch sagen, ne? Also eigentlich ist es ja nicht allzu viel, was sie jetzt machen können hier, die Gegner. Sag ich ehrlich. Halpe hier auch sehr schön auf der offenen Map. Eventuell wäre hier sogar ganz geil auf... Boah, Junge, ich muss ja eigentlich nichts machen. Ich muss ja eigentlich echt nichts machen. Also das hat jetzt sogar hier auch als Jackie gecarried. Das andere Gadget wäre bestimmt auch eine gute Option, wollte ich eigentlich gerade sagen, aber ja. Was ist er denn? Unten gelaufen? Ach, da ist er doch, okay. Ja, crazy G's. Entscheidende Runde für 700. Entscheidende Runde hier für 700. Da ist hier die Bibi. Ein Gadget daneben. Oh, er wurde gestunt. Oh nein. Okay. Oh, nice. Oder? Ist es nice? Ist nice. Übel schnell. Ein Tor jetzt hier für die 700. Danach dann hier für 750 direkt. War nicht so optimal. Gadget immer. Ja, schön. Hier von Logo wieder. Perfekt. Geil. 700 Trophäen erreicht und das bedeutet,
Wir gehen Solo. Duo. Wir gehen Duo. Nicht Solo. Solo werde ich auf gar keinen Fall spielen auf der Höhe. Jeden Stein in Games für 750 Trophäen. Ich muss es eigentlich immer hier hinsetzen, wo ich halt hinschießen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt schwierig für mich überhaupt irgendwas zu treffen, gefühlt. 2, 3. Sehr schön. Okay, genau. Er muss immer so die Kisten treffen, die ich halt nicht so gut, rankomme. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem direkt, oder? Oh, das war schon mal knapp. Sehr schön. Oh, ey, ich kann die richtig gut einheizen hier irgendwie. Mal hier die armen Gegner. Gar keinen Bock auf mich. Oh, jetzt habe ich nicht getroffen. Wir werden jetzt hier von beiden Seiten hier in Fokus genommen. Wo ist mein... Oh, ich muss erstmal zu Logo mehr gehen. Merke ich gerade. Ich muss aufpassen. Das ist schneller down, als man denkt. Schöner Hit. Okay, erstmal healen. Also er muss mich halt schon ein bisschen carryen jetzt hier auf der Map. Also ich kann jetzt halt wirklich nicht so viel machen. Ich kann natürlich versuchen zu snipen, aber schwierig, ne? Ist alles halt zu. Eher Werfer gut und Edgar zum Beispiel auch. Oh, sehr schön. Geh rein. Das war riskant. Oh mein Gott, das ist ein Dynamite gekommen aus dem Nichts. Ich habe einfach weggestoßen. Es hat geklappt. Geil. Okay, 6 Cubes beide. Nicht so offensiv. Ja, gehen. Nicht mehr so offensiv jetzt gehen. Hier nichts. Ich hätte eventuell auch die Bush-Star-Power nehmen können. Es sind ja schon noch einige Büsche hier. Aber ich weiß nicht. Jetzt hier. Wow, der hat voll gesessen. Hat eigentlich nicht ganz geklappt zum Kill. Ich würde sagen, ich save mir jetzt mal hier den Spot und mache hier ein bisschen auf einfach. Ist da nicht ganz schlau eigentlich. Was muss ich aufpassen? Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Platz hier in der Mitte, ne? Macht. Ja, es war eh smart, denke ich. Ja, nix. Er dachte, ich weiß nicht, dass er da drin ist. Oh Mann. Ah, hier kann ich Angst jetzt nichts machen. Ich muss aufpassen. Junge, wie verzweifelt er ist. Ah, es war aber sehr knapp, der Schuss, habe ich schon gesehen. Ja, ich kann da nichts machen. Nice! Schöner Snipe mal. Geil! Das bedeutet 723, die letzten zwei Runden für 57 jetzt. Ich kann wieder so ein bisschen den Offensiv hier versuchen reinzubaiten. Der wird wahrscheinlich hoffentlich wieder nicht checken, dass ich das richtige Gadget ausgewählt habe. War schade, knapp. Ah, der hätte treffen müssen, der zweite Schuss. Ein Fehler. Okay, Dynamic ist aber auch nervend. Oh. Muss ich ein bisschen mehr auch an Luke halten, sehe ich gerade. Der ist ganz woanders unterwegs. Lass sie fighten. Top 2, easy. Ich kann ihn nicht wegdrängen davon. Egal. Oh, jetzt ist es schwierig. Der war einfach nebendran. Habt ihr es gesehen? Der war so nebendran einfach, hä? Oh, ich dachte, glaube ich, ein guter Play. Oh, ja, aber trotzdem okay. Die Schüsse hätten nur treffen müssen noch. Gadget, sehr schön. Kill wieder rausgeholt, wichtig. So. Okay, 57 jetzt. Komm. Was ist denn dem sein Plan? Keine Ahnung, sehr geil. Das ist richtig gutes für uns. 3 Cubes ist hier. Irgendwie läuft Piper auch besser, als sie eigentlich sollte auf dieser Map, ne? Sag ich ehrlich. Boah. Spock, der war halt auch hart, ne? Oh, ich hab nicht aufgepasst. Doch, passt. Ah, das war knapp. Und der andere Respawn auch noch, der Lacker. Ja, Lacker. Oh nein, wenn er jetzt auch noch einen Kill holt. Übel der Lacker dafür. Ist da noch der Bull drin? Nee. Ah. Junge, der kassiert ja richtig der Bot von ihm. Oh, aufpassen. Jetzt, ein bisschen mehr hier hitten. Okay, sehr gut. Oh, der hat 7. Oh ja, der hat 7. Ah, der hat gut gedodged, Ist einfach drauf, ist mir egal, ich will die Kisten. Ey, wieso war Piper so gut gerade gefühlt, ne? Mal schauen, wie die Runde lief. 15-0 sind es. Man sieht es jetzt, glaube ich, kurz. Ja, egal, 5-0 war es. 0 aus 57 in einer Stunde, 12 Minuten, Leute. Hoho. Das ist schnell. Das ist wirklich, wirklich schnell. Das ist krass. Okay, komm. Entscheidende Runde für 800. Ich bin jetzt zurück. Hatte leider Probleme. Technische. Oh, jetzt. Ah, schlecht. Egal, Leon. Ja, ist da, wollte ich was sagen. Sehr gut. Nice. Sehr gut. Ja. Eigentlich? Wir können den auf den Cold gehen, eigentlich. Ja. Okay, doch nicht. Ich würde da breaken, Frank. Aber genau das. Was? Nice. Ja, haben wir. Okay, schon mal 1-1 jetzt. Wenn dieser 100% fuck, ist ja so dumm, wirklich. Das ist absolut lost. Ist immer in die andere Ecke. Oder ist? Was ist denn? Ja. Da. Was? Let's go. Puh, okay, ein Kill. Dann haben wir die 800 Trophäen hier schon mal mit Piper. Was 2 Stoß. Hab ich nicht hingeschaut wieder? Perfekt. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Leon, geht gleich mit Investition Teleport. Ja.
glaube, oder nicht? Jump. Ja. Der Innsbruck freue ich mich eher. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice. Wichtig, wichtig, wichtig. Wollte zusammen hier rausnehmen. Sauber, 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 sauber. Nice. Nur noch Leon. Cool. Guter Win, guter Win. Ja, sehr, sehr gut. Okay, trotz 100% Bug hier gewonnen. 800 Trophäen damit unter 2 Stunden geholt. Ah, sehr stark. Weiter geht's. Okay, Leute, entscheidende Runde jetzt hier für Rang 27 und unter 2 Stunden immer noch. Wir hatten sogar einige Pausen zwischendrin, also immer noch sehr gutes Tempo. Okay, mal schauen. Wenn ich einen hier treffe, ist er direkt down. Das Gadget nämlich einsetzen. Oh je. Hast du? Ja, perfekt. Oder so. 1-0 trotzdem damit. Komm, ich war auch echt mehrere Male Starspieler. Wenn ich jetzt ausgerechnet die Runde verkacke, bin ich echt sauer auf mich. Vielleicht ist das hier von der Piper nicht so absnipen lassen. 3 Gadgets noch kommen. Ab hin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Let's go. Hab sie auch. Ja, geht doch. Wenigstens auch mal einen Kill gemacht. 1 gegen 1 gewonnen. Ja, trotzdem auf jeden Fall meine schlechteste Runde der letzten. Aber hier 58, Rang 27. Weiter geht's. Ultra clean. Okay, Leute, auf geht's. Wir sind 2 Stunden 16 drin. Entscheidende Runde damit für die 900 Trophäen. Ich bin einfach Poco. Was ist das denn? Ganz komische Variation. Ja, ja, okay. Inzwischen habe ich Rückstoß drin. Vor allem eben, um Tanks zurückzustoßen. Oder, ja, alle möglichen komischen Brawler halt. So, los. Wurde es halt da nicht überlegt. Und die Piper? Oh ja, ja, ist da. Oh mein Gott. 1 gegen 1 ist. Ja. Leider Charge. Oh mein Gott, ihr habt das so souverän geholt. WTF. Let's go. Einfach 2-0 am Ende noch. Okay, ich spiele das Beste. Junge, jedes Mal, wenn ich die Runden zeige, spiele ich übel Scheiße. Das gibt's ja gar nicht. Egal, jetzt. Ja, getroffen. Komm, jetzt hier mal ein bisschen besser treffen, bitte. Ja, krass. Sehr schön von euch. Sehr, sehr schön. Oh Gott, das. Achtung. Warum spielen die Poker in dieser Form? Keine Ahnung. Ist egal, habt ihr. Sehr, sehr stark. 900 Trophäen erreicht. Wieder eine schlechte Runde von mir. Die Runden davor waren wirklich besser, egal. Aber ich werde mir versuchen, wie ich dieses Jahr ein bisschen mehr E-Sports aufzunehmen. Es wird jedem Jahr mal mehr competitive auch. Oh. Aber der Trade war gut. Nein, nein, nein. Problem bei der Trade ist aber, dass nicht vergessen, dass ich jetzt auch noch dabei bin, ne? Das heißt. Ja, komm, Jonas, rede ich. Ein guter und ich spiele es gegen die beiden. Das ist der Nachteil, ne? Ist dann auch der Trade am Ende. Das warst du. Schade, wäre geil gewesen, wenn ich ihn geoffen hätte. Oh, schade. Nein, ich bin überhaupt nicht. Warte, ich halt ihn weg. Ich hab ihn. So gut. Hast du schön gemacht. Nice. Alter, will ich mit dir. Nein. Egal, er ist dumm. Er ist dumm, was macht er? Der ist auch dumm. Oh. Digga, hätte ich gejoked, ne? Das sind keine Ult-Feeden. Hätte ich schon out. Kackt. Ja, komm, 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 komm. Lass dich nicht halten, das ist ganz wichtig. Geh links, geh links, Digga. Hab halt hier geschafft. Der Mensch hat Ult. Mensch hat Ult. Er hatte nie geplaced, ne, oder? Nice. Nice. Richtig. Und nichts gemacht, die Runde ist crazy. Ist gut. Ah, ja, das war aber rein, das ist schön. Ich wollte schon ist sagen, gut. Er war schön noch gecomeback, ne, nach der ersten Runde. Mhm. Auf geht's, Leute, wir sind ein Win, Rang 29, Mr. Peace Prod Grey. Okay, was muss ich machen? Das sind gute Spieler, ne? Ja, oh, okay. Fokus. Oh, ja, okay. Ja, er hat theoretisch Teleport gehen. Mr. P, Alter. Grey, Dann müsste nicht dead sein. Stark, Junge. Das war knapp, Junge. Och, Mann. Ich bin so schlecht. Achmat. Schlecht. Warte, ich hab ihn. Komm, Achmat, bitte. Oh mein Gott. Bitte? Ja. Nein. Oh mein Gott. Ey, ja, das wollen wir, aber ich hab so viel Leben. Okay, 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 Schild. Wir schaffen das. Achso, der war recht. Ich hab diese Wall nicht gesehen von ihm. Die haben keinen Damage gegen dich, ne? Das ja, ist so gut. Digga, danke schön. Ja. Die bekommen uns einfach nicht down. Und dann ist schon wir beide noch dazu. Wäre möglich. Hatte der Granny nicht Ult gehabt oder bin ich lost? No. Ich hab ihn die ganze Zeit low gehalten. Nice. Ja, ich kann oh. nichts machen, aber ich bin hast du. Go bevor noch. Ult ist oder so. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ein Kill. Oder eine Runde jetzt hier für die 950 kommen. Versuche ein bisschen besser zu spielen als gerade eben. Grey Gadget. Das hat gar nichts gebraucht. Hab Sprout einmal getroffen. Teleport. Mr. P ist leider Ulti. Hm. Ja.
Gürtet? Ich geh zu Sprout. Ja, soll ich helfen mit Sprout? Soll ich hin? Naja, der Ult jetzt, ich kann ja nichts mehr machen. Er ist tot. Bro, mein Ult wurde weggemacht. Nee, das macht geil. Ja, schade. Komm, gewinnen wir. Die Sage ist da. Mach mal Ult. Warte, hier was irgendwo. Ja, da. Ja. Oh mein Gott, Jonas, das wird nicht verloren. Ach shit. Ach, Digga. Oh, so unlucky, egal. Ich glaube, ich geh rechts. Es darf keiner low sein, ne? Weil sonst holt ihn Grey. Ist Bro low? Imarak? Die sind so low, alle, kommt schnell, bitte. Ja, das hat so. Let's go. Oh, stark von dir. Okay, Rang 29 erreicht, 950 Trophäen. Oh, schön. Nice, gut, Jonas. Ah, ich hab auch mal einen Schuss. Hab ihn, happen. Let's go. Ja, okay, stark. Richtig. Nice. Ja, immer noch einen Schuss getroffen. Ey, Limmerer, geh du komplett recht. Ich geh recht Mitte. Wenn die kommt, wir pressern die direkt. Okay, Digga, was machen die? Okay, das ist doch. Die sind nicht gut, Ah, okay. Ah, ne, let's go. Digga, trotzdem, diese Heal, allein schon, wie sollen die da sterben? Aufpassen. Eine Runde ist schon. Ich nicht aber gewonnen. Eine Runde ist aber gut. Nein. So, kann er bitte vielleicht irgendwie sterben? Nice, ich hab Ult. Ich hab auch Ult hier. Ja. Let's go. Jetzt hab ich Ult, ne? Das ist so gut. Ich geh einfach in den Teleporter mit Ult jetzt so. Die wird komplett gehen. Die ist fast down, ja. Der Jade war aber nicht gut. Nein, ich hab einfach. Boah, Junge. Was? Ich hab keine Chance gehabt. Die hat ja richtig gedisst. Oh mein Gott. Die hatten ja gar keine Chance, Junge. Sie waren jetzt wirklich schlecht. Oh mein Gott, Digga. Was? Ich hab ihn gedodged in den Nahkampf. Stark. Was ist das jetzt? Hab links parallel. Wenn wir die Runde gewinnen, dann können wir nicht mehr verlieren. Nice. Schön. War ja übel los, gerade. Oh, Digga. Ja, nicht ult für jeden von Andy eigentlich. Bro, wir verlieren noch. Ich hab gechoked. Hast du getroffen? Weiß nicht, was er ist. What the fuck? Oh, da hättest du gadgeten müssen. Nice! Ey, wenn wir das gewinnen, ne? Soll ich spinnen? Ja, spinnen. Lass mal konzentrieren. Ja, die spielen schon echt nicht so gut bisher. Ui, ach, das ist Sniper, ja. Der Druck pusht mich gerade noch ein bisschen zu stark, aber. Ja, let's go. Erste Runde haben die sich gespinnt und trotzdem zu zweit gegen mich verloren. Wie bad. Aha. Wie bad, du Affe. Du Affe, Digga. Ja, oh gut. GG's gehen raus. Oh Mann, das war schon schlecht. Das war schon echt schlecht, ja. Ich will wieder durch den Teleporter gehen, ne? Ich hab Angst. Nee, Digga. Ja? Nein. Ja, schade. So knapp. Ich dodge alles. Hallo? Oh, diesen einen Schuss von Nadel, Digga. Nice. Jonas, 3 gegen 1. Oh! Was? Jonas verfernt. Warte. Junge. Ja, aber jetzt Nani ist das wirklich eigentlich. Ja, Moment. Oh, ach komm. Ja, gut, Nani, Schade. Scheiße. Beide? Oh, ich kann die leider nicht. Let's go, Digga! Oh, zweimal. Oh, Mann. In 2 Runden habe ich beide getroffen. Und die Ult? Und beide geholt. Nice. Er ist auch dead. Nice, hab ihn. Let's go. Ja. Der steht an, Achtung. Er hatte einen. Stark. Okay, komm, 68 jetzt. Nein. Oh, bodenlos. Wir haben noch gewonnen. Gute Spieler, das sind noch gute Spieler, das können wir nicht gewinnen. Noch mit Zorn losgehen. Wir lassen dir eine Lane gehen, wie davor. Hier. Nee. Wir können sogar irgendwie pushen, ne? Oh mein Gott. Na, bringt nicht. Ah, Bro, cool. Warte. Nein. Ach, Digga, die. Ja, wir haben sogar ehrlich eine Chance, ne? Allen Ernstes. Deswegen. Digga. Wir machen Damage. Also ich. Und vorher Dings nicht auch. Ja, du kannst nicht alle drei gut Damage machen, wenn du in einen Schuss gefühlt. Ja. Nein, nicht. Nice! Ey, jetzt. Wir dürfen nicht an den Frank einfach. Der, er hat so gechockt. Oh mein Gott, was macht die, Digga?
Warte mal kurz, Bro. Oh, das ist so schlecht. Ulti, was? Sehr stark. Übel aus. Ja. Bro. Das sind eigentlich Ulti gute auf? Spieler, okay. Ich will ja nicht sagen, ja, aber. Ja, okay, weiter. Ich versuche halt mehr Druck gegen die zu machen die ganze Zeit. Jetzt gehen die, wir sind schon erwischen. Jetzt hab ich besser. Wir sind kein... Hey, warum machst du jetzt Gadget? Ach, Mats, hilfst das lieber auch? Hey, ich brauch Dings, Ult. Wir waren also einer ist hier links im Busch. Da, hier? Dann ist es Frank. Ich glaub, hier ist noch einer, oder ist ausgelaufen? Ja, ist Frank mit Gadget. Gadget. Oh, der ist so low, ne? Down. Nice! Oh mein Gott, Digga. Spielt, Jungs. Jetzt. Bitte, komm zurück, bitte. Wo bist du? Hab den? Achso, hast du den? Ey, nice, wir gewinnen gegen die. Ja, okay, da wird doch. Du bist. Ey, übel stark. Ich glaube, wir müssen gegen die aggressiver spielen. Wenn wir so am Anfang die Mitte laufen, ich hab den Poker schon mehr. Der hat aber keinen Buster. Der hat einfach Schild aktiviert. Ah, warte. Schön. Wir müssen jetzt einfach Fokus. Wegen Nani. Und dodgen einfach mal. Aber ich geh dieses. Was? Er hat Schüsse gewastet. Wir haben's! Echt? Ja. Stark gespielt, hä? Übel stark. Das war gut. Geil! Ja. Geht doch. Komm, immer noch 3 Games sehe ich gerade. Wir kriegen plus 8 plus 9, reicht nicht, 3 Games. Warte, ich mach den. Könnte gut werden. Nice, Cold raus. Geil. Und oh, let's go, geht doch, hä? Okay, komm, ein Kill, noch 2 Games. Wieso ist die Ulti so schnell gefühlt von dem? Das ist schneller als sonst. Aber die sind nicht so gut, aber wir können nicht choken. Ja, das ist schade. Ich wollte dich auch irgendwie retten, aber ging ja nicht mehr. Digga, ich bin. Er hat mich einfach mit seinen Ult in diese Teleport reingeworfen. Oh, jetzt zeig ich, was passiert ist. Ja, ich bin schon verwirrt. Das holen wir, Patron. Ja, habt ihr. Stark gemacht. Ich hab mein erstes Game, was ich nicht gemacht habe, gefühlt. Ja, passiert. Du spielst echt gut heute. Oder ich weiß nicht, wie du sonst spielst, aber du spielst heute gut auf jeden Fall. Das ist halt leider kein Snipe-Gadget mehr. Achtung. Oh, das, ja, nice, okay, gut. Ich soll aber nicht so reingehen, Digga. Was mach ich da? Oh mein Gott, oh, das war richtig schlecht. Ja, schade, egal. Du überschätzt mal wieder, aber gute Hits, aber es bringt nichts. Ja. Gejoked. Normalerweise nichts. Also, die spielen ultra scheiße. Okay, ich glaube, ich hab aber Ult. Okay, komm, 1-1, komm. Ich hab Ult. Das muss ich carry in Bett. Ult ist wieder da. Das ich weiß nicht, Piper noch fertig hat. Schlecht. Nice. Ist gut. Achmat. Ich hab einen getroffen. Aber nice. Schade, egal, passiert alles gut. Du hast bisher echt gut gecarried heute. Wir probieren's. Das war nicht meine Runde, Digga. Ich hab alle 3 Games nichts gemacht. Ich hoffe, ich gewinne das noch. Du hast echt gut gespielt bisher. Digga, dass er genau da springt, ist wirklich. Boah. Nani läuft rein. Nee. Jonas springt. Oh mein Gott, Jonas, sehr stark. Sehr gut. Ist noch nicht geworden. War fast genauso. Ich dachte, ja, Problem ist halt, dass Nani noch am Start ist. Geht über rechts genau wegen dem. Ich gehe über rechts. Der Limmerer muss sich teleportieren. Ja, ich muss den Auto. Jonas, halt dich. Bro, läuft der komisch, der Typ. Hallo. Nice. Bist du? Oh, nice. Du hast das beide rausgenommen. Oh, mein Gott, Junge, was eine starke Runde von euch. Oh mein Gott, nee, von uns nicht. Ey, Marak, meine ich. Ja, beide. Alles gut. 2 Siege, komm, 2 Siege. Ich hab 100% Bock. Ich hab 100% Bock. Ey, es gibt nichts Schlimmeres. Also, können wir maybe gewinnen? Oder ist Max zu viel HP? Okay. Wenn wir beide Schädel holen? Ey, weil das ist wirklich das Schlimmste, ohne Witz. Ist ja, das mal lucky, Digga? Machst du nicht rein? Hä, Shelly? Ja, jetzt bin ich drin. Ich bin jetzt drin, 200% Bock gerade. Ja, er hat Ulti. Achmat, wenn du die Schilder auf dem Schild hast, haben wir gewonnen, ne? Jo, er will gleich einmal mit Teleport. Happy? Ne, er hat Gash gedrückt, schade. Stimmt, vergesse ich immer. Du kannst sogar maybe die. Du one-shotest wie, ne? Achmat, wenn du die triffst, ist es over für dich. Happy, nice! Stark! Okay, komm. Kamek ist noch. Ich will diesen Kack-Bug rausbringen lassen. Bin ich schon die Shelly? Bro, bevor ich wieder reingehe und sterbe, ne? Nice! Okay, kann auch immer Ult aufladen? Ne, ist doch egal. Es gibt kein Ult, kein Ult. Du
Wasser, gell? Nice. Okay, komm, komm, komm. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir ein Game vor 1000. Ja, let's go, let's go. Wenn mehr kann gerne. Wir hätten das, wir haben das eigentlich. Das haben nur, wir haben nur eine Chance wegen dem. Fuck. Oh, schade. Schade. Das war übel knapp. Wie lange ist immer noch los? Ihr könnt pushen, ne? Ich dachte euch. Jetzt kommt Shelly links, Vorsicht. Boah, er wird so viel durch den Teleporter gehen und nicht aus dem Leben. Oh, ich hab was aus dem Ult gedrückt. Oh mein Gott, ich hab die Shelly. Nice. Oh, gut getankt. Ich drück manchmal einfach Ulti statt Gadget, das triggert mich übel. Weil dein Handy so klein ist, so ein großes Handy. Ja, ich hab kein iPad. Ich hab nur so ein kleines altes Handy, weil ich Fullscreen haben will für YouTube. Pass auf, die jetzt Bicket. Wie? Hab die. Nice, stark von euch. Alles clean, alles clean. Also, dass wir das gecomeback haben, obwohl die diesen Bug hatten, also obwohl ich diesen Bug hatte, ist krass. Was ist die denn? Stark. Nice. Okay, ein Win. Ein Win, dann haben wir es. 0 auf 1000 in einem Stream, wirklich. Ja, das war nicht meine Runde hier. Ja, komm. In unter 3,5 Stunden. Ach, solide, wenn wir es schaffen. Wenn wir jetzt verlieren, bin ich sauer. Okay, direkt Matchmaking. Oh, oh, oh. Lass ihn kommen. Bitte, 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 Game, bitte, Game. Ja. Oh, oh, Mann, okay, ihre Namen nicht. Wir sind über 1200, glaube ich. Letzte Runde für 1000 Trophäen, Leute. Ich bin sehr konzentriert, das Zimmer. Auf geht's. So ein bisschen zu kommentieren, die Runde, aber wohl vor allem gewinnen einfach. Hat direkt zwei Leute getroffen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehe ich's. Nice. Und einen für den Call, dann habe ich ihn. Bro, oh, sind alle schade, so schade. Low, ne? Das ist. Oh, Digga. Ja, passiert, alles gut. Ich überschätze mich zu hart. Ja, passiert. Komm nicht gut. Nein! Ja, los zu mir, ich wollte euch sehr stark treffen. Aber at least, wenn man weiß, dass der Sprunggadget spielt, also. Das ist gut. Das sind gute Spieler, Digga, das sehe ich schon. Ich kann nicht, ich choke es nicht, das kann ich gewinnen. Komm. Ja, ich muss jetzt carryen. Ball getroffen. Das ist echt gut, ne? Unterschätze nicht. Ist er hinter Wand? Boah, Colt mit ist, du kannst den Two-Tap, ne, Jonas? Ja, ich weiß, ich probier's auch die ganze Zeit. Ich weiß leider. Er ist so low. Muss Colt kriegen. Ja, ja, Paul ist auch low. Okay. Der macht auch. Ich krieg schon wieder die Ultra des Gadget. Alle so low. Oh mein Gott, aber trotzdem. Oh mein Gott, bist du behindert. Oh. Nice. Jetzt einfach kurz healen alle. Oh, Junge, ich bin so dumm mit dieser Ulti die ganze Zeit statt dem Gadget. Das ist zum dritten Mal passiert. Du hast Ult, Jonas? Ja. Oder nicht? Okay, komm. Ein Dings, eine Runde jetzt für 1000, komm. Lass mich recht. Voll trotzdem. Ey Leute, wenn ich jetzt Brock hole, bin ich der beste Spieler Deutschlands. Hol Brock! Ich muss ihn sehen, er hat ja Jump. Scheiße. Poker lieber nicht, Bro. Poker lieber nicht. Nein, hat er Colt einen Hitschuh. Schlägt doch nicht. Das ist spannend. Ja. Nice! Stark. Ist noch nicht gewonnen, ist noch nicht gewonnen. Ja. Jeff's Gash von Pearl. Ich bin der beste Spieler, ne? Ich hab ihn getroffen. Jetzt Pearl hier. Auch? Pearl. Nein. Wo ist er? Wo ist Colt? Nein! Abs, ey, Leute. Super stark gespielt nochmal. Let's go, GG's. Let's go, Leute. Stark. Ey, 0 auf 1000, 3 Stunden, 15 Minuten. Übel geil. Nice. Boah, cool, da ist der Skin. Der tanzt da nochmal. Let's go. 1007. Yes! GG's. GG's. Sehr, sehr geil. Danke euch beiden, ne? Direkt raus erstmal. Wem, wenn ihr mich supporten wollt, denkt unbedingt an Creator-Code Jojonas hier im Shop. Diesen Samstag um 16 Uhr kommt meine eigene Handyhülle raus. Ihr könnt euren Namen und eure Spieler-ID eintragen. Schaut gerne vorbei auf jojonas.shop oder über den QR-Code könnt ihr euch auch schon mit E-Mail eintragen. Bis dann, haut rein. Danke fürs Zuschauen, danke für den krassen Support und bis zum nächsten Video. Ciao.